Herzlich willkommen zurück zu Folge 2 von Fall of Porcupine oder Porcupine, ich weiß es nicht, ich denke mal Porcupine. Wir schauen jetzt mal, dass wir in unser Krankenhaus kommen. Müssen wir nur mal gucken, wieder links oder rechts. Ich sag mal erstmal nach links, weil ich schätze, rechts geht's weiter. Warum? Weil die ganzen Mitbewohner, Mitbürgerinnen und Bürger hier auch alle nach rechts laufen. Manche haben eine Bäckerei in Laufweite. Oder einen Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Ah, okay, meine Theorie wurde schon widerlegt. Hier läuft der erste auch nach links. Wahrscheinlich ist es sogar egal, in welche Richtung man gelaufen wäre. Da man einfach nur aus dem Bild rauslaufen muss. Kann ich zurückgehen? Ja, okay. Aber ich möchte jetzt noch die andere Seite erkunden. Mich interessiert jetzt nämlich, ob es dann immer quasi nur straight zum Krankenhaus gibt oder ob ich hier richtig was zum Erkunden habe. So, da ist unsere Wohnung gewesen. Klau das Fahrrad. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln. Ah, genau, das habe ich gelesen. Es gibt in diesem Spiel auch die vier Jahreszeiten. Das heißt, wir haben hier in irgendeiner Art und Weise eine Zeit, die vergeht. Ich weiß noch nicht, ob die Tage unendlich lang sind oder ob wir selbst bestimmen, wann der Tag vorbei ist oder ob es zum Beispiel bei Stardew Valley eine Uhr mitläuft, die quasi den Tag-Nacht-Rhythmus automatisch bestimmt. Wir werden es herausfinden. Guten Morgen, Finlay. Spät dran? Hey, Susi. Ja, ich hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe. Einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll's recht sein, da habe ich weniger zu schleppen. Bist du schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte es aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt, wie ich. Ah, okay, und jetzt haben wir quasi einen neuen Charaktereintrag, oder? Ja, Susi. Mal. Susi ist die einzige Postbotin von Porcupine. Sie kennt alle vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ein wenig zu neugierig ist. Okay, jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt hier rechts rausgehen, ob wir an der gleichen Stelle landen wie gerade. Nee, tatsächlich nicht. Okay, das finde ich schon mal cool. Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis, sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat... Ah, schön, wie so aktuelle Ereignisse mit einfädeln. Okay, hier sind wir aber auf dem Weg zur Kirche. Hä? Von hier aus komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer Kleinstadt als Einkaufsstraße durchgeht. Ich weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße aber mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. Aber die Altstadt verdient ihren Namen. Kleine alte schiefe Häuschen, das Rathaus der Stadtbrunnen. Und natürlich das Gilberts, die beste und einzige Kneipe in Porcupine. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen aber zum St. Ursula Krankenhaus. Ah, okay. Ach so, das heißt, wir könnten jetzt quasi hier drauf springen oder was? Okay, wir gehen erstmal oben lang. Bergauf, verbrennen wir ein paar mehr Kalorien. Dr. Taube ist gerade im Sports-Mode. Ich wäre jetzt nämlich, wenn diese Info nicht gekommen wäre, wäre ich nämlich umgedreht. Weil nachdem er gesagt hat, er soll sich das an einem freien Tag anschauen, dachte ich mir, okay, dann gehen wir lieber mal zum Krankenhaus. Was ist hier? Es ist so klar, dass man den Perlnebelwald von hier aus sehen kann. Ich mag diese morgendliche Herbstluft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Ah, okay. Ich frage mich, ob das Hinweise sind über Dinge, die man dann noch tun kann, wenn man mal einen freien Tag hat. Ich vermute es fast. Fährt hier der Bus? Guck mal, hier ist kein Schild. Hier kannst du dein Monatsticket nutzen. Oh, wer bist du denn? Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät also. Wissen Sie, mit jedem Jahr, das ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des zu spät kommens. Sie sind neu hier. Ich habe Sie noch nicht gesehen.
Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursulas Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist ja hervorragend. Leute wie Sie tun Porcupine gut. Mein Name ist Adele von Witterstein. Geiler Name. Ich bin die älteste Mitbürgerin von Porcupine. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Manche hatten es eilig. Manche sind bis heute geblieben. Aber Sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur um zur Arbeit zu kommen. Flotten Füßen sollte man keine Steine in den Weg werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben... Ich weiß eine Menge über die Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, da komme ich sehr gern drauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt Volldampf. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Guten Morgen, Giuliano. Lange nicht gesehen, Finley. Ja, ich lag eine Weile flach. Ich sehe es, dein Pflaster hat dich verraten. Stimmt, er hat ein Pflaster auf dem Kopf. Lul, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist alles in Ordnung? Ja, ich komme klar, ja. Da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du jederzeit hier willkommen. Danke, Giuliano, ich komme gerne mal wieder vorbei. Was steht hier noch? Das Mittagsmenü? Das ist das Gilberts. Hier kann man ganz gut hingehen. Man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal hier wieder blicken lassen. Okay. Das Gilberts. So, ab ins St. Ursulas. Ist es das? Nee. Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine. Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Das müssen wir safe reparieren. Das müssen wir ganz safe reparieren. So, schauen wir mal. Ah, das ist doch der Wegweiser zum St. Ursulas. Okay, wer wohnt denn hier? Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht einen Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Oder 100? Wie viele Leichen sind da drin? Trägst du einen supergeheimen Alien-Technologie in dir, die von Leichen verdeckt ist? Bist du das Alpha und das Omega? Die Antwort auf die Frage des Universums? Los, gib mir deine Geheimnisse preis. Das wird safe doch nur ein Taco-Stand, oder? Das ist eine Kaffeebude. Okay, hier können wir uns wieder zwischen oben und unten entscheiden. Wir gehen mal nach oben. Da ist auch ein Fahrrad. Versteckt oder verschrottet. An dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Porcupine hier. Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gerne Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer 100-tägigen Wanderung hat er diesen Ort erreicht. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seinen Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er sie an dieser Stelle. Das hätte auch ich sein können. Ist aber die Stadt schon ziemlich alt, weil der Baum ist ziemlich dick und groß. Ja? Zum St. Ursulas Krankenhaus geht's hier lang. Jawollo. Da die ist doch was. Und die Musik ist echt schön. Guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gerne wäre ich schon vor einiger Zeit bei dir ausgestiegen. Ganz entspannt mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht ja morgen. Mach's dir nicht so gemütlich, Haltestelle. Ich mag seine Art zu denken. St. Ursulas Krankenhaus. Wir heilen, wenn sie heulen. Geiler Slogan. Wir heilen, wenn sie heulen. Diese Statue steht hier draußen. Von morgen bis abends. Von bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nun? Ich vermute regelmäßigen Schlaf. Ausgewogene Mahlzeiten, dreimal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Okay, so musst du auch mal durchs Leben gehen. Das Krankenhaus ist nicht riesig groß, trotzdem kann man sich hier ab und zu verlaufen. Blöd nur, wenn man am Ende aus Versehen auf dem OP-Tisch landet. Also, liebe Kinder, immer auf die Schilder achten. Sir, jawohl, Sir, aber rein da. Ich will jetzt wissen, was unsere Aufgabe ist. Getränkeautomat? Der gute alte Snackautomat. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand.
oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, Konstanten im Leben zu haben. Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Choc-Doc hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt getan haben. So wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin. Sie werden uns alle überleben. In tausenden von Jahren werden fremde Wesen diesen Snackautomaten ausgraben. Welchen Nutzen hatten diese Maschinen? Welche primitive Zivilisation hat sie geschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an die schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Snackautomat. Ach, cool. Ah, okay, aber erst nach Schichtende zieht er sich automatisch wieder um. Ingrid! Morgen, Kleiner. Du bist also wieder da? Guten Morgen, Ingrid. Ja, meine Verletzung geht's wieder besser. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist neugierig, was da oben im fünften Stock passiert ist. Das wüsste ich auch gern. Willst du meine Theorie hören? Na gut, schieß los. Vielleicht lieber nicht. Naja, komm. Komm, Ingrid sieht so nett aus, der haben wir uns an den Bums. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchdacht und es ergibt alles Sinn. Und was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen. Aber es muss etwas speziell mit dir zu tun haben. Wirklich? Wie meinen Sie das? Naja, es gibt hier im Porcupine dafür einen Begriff. Ein eindringlicher Fachterminus, der versucht, gesellschaftliche und anthropologische Merkmale zu definieren. Und zwar? Der Begriff ist... Tollpatsch, ich wusste es. Ich wusste, dass sie genau das sagt. War nun Spaß, Kleiner. Wie geht's Herrn Arndes? Ich glaube, Arndes heißt er, nicht Andres. Arndes. Der alte Brummkopf lebt noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bett auf seiner Station. Oh, das beruhigt mich sehr. Du bist zwar erst seit kurzem hier, aber durch die Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der überlebt. Sehr witzig. Und er hat einfach genauso wie die Narbe, hat er das Pflaster gut. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben. Stell dich vorsichtshalber drauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf deine Station schwingen. Im dritten Stock, falls deine Delle an der Rübe noch mehr Schaden angerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Dann ist gut. Dann mal hopp, sonst reißt Dr. Krokowski dir nämlich die Rübe ab. Sie haben recht, ich mach mich mal los. Also ich mag den Humor vom Spiel bisher sehr, sehr, sehr gerne. Was mich aber tatsächlich sehr nervt, ist das hier. Ich weiß nicht, warum ich gerade auch nicht hochkomme. Das buggt gerade noch sehr. Das hoffe ich, dass sie schnell patchen. Jetzt komme ich hoch. So, Ingrid, ich habe heute das erste Mal ein Krankenhaus als Assistenz. Also das hatten wir schon. Ach, hier gibt's was Neues, oder? Sie ist die gute Seele des St. Ursulus. Ich mache mir nur Sorgen um ihren Kaffee und Snack. Nee, das hatten wir doch aber schon. Giuliano haben wir kennengelernt, genau. Und Adele haben wir auch kennengelernt. Die Adele von Witterstein. So. Steht jetzt hier eigentlich, dass ich quasi in den dritten Stock muss? Nein. Kann ich sie nochmal ansprechen? Bist ja immer noch hier! Traust du dich nicht auf die Station? Oder hast du doch den Weg vergessen? Natürlich nicht. Vielleicht haben sie Dr. Krukowski heute schon gesehen. Sie ist immer noch sauer wegen deiner Nachtwanderung im fünften Stock. Oh Mann. Mach dir nichts draus, Kleiner. Das ist einfach dumm gelaufen. Aber dein Patient lebt und du bist mit einer Beule davon gekommen. Sei froh, das hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Wahrscheinlich haben sie recht. Glaub mir, wenn deine Beule weg ist, hast du die ganze Sache vergessen. Jetzt beeil dich lieber, Dr. Krukowski wartet. Und nicht vergessen, dritter Stock, nicht fünfter. Gut, wir sind nämlich vor kurzem erst die Lagepläne ausgegangen. Oh, okay. Ich glaube... kann ich... Ich würde gerne jetzt in den fünften Stock. Ich will jetzt einfach nur wissen, was passiert, wenn ich jetzt einfach in den fünften Stock... Ach nee, kann ich mich gar nicht entscheiden. Ach schade, okay. Ich hätte es jetzt sonst drauf ankommen lassen und wäre einfach in den fünften Stock hoch. So, P31, ja, okay, dann sind wir wohl im dritten Stock. Schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall schon mal die Pausenraum. Der wichtigste Raum überhaupt. Kann er eigentlich rennen? Nee, kann er nicht. Hallo, guten Tag. Können wir über die Treppe nach oben?
Ich bin doch nur in den fünften Stock. Nee, jetzt lande ich wieder unten, ne? Ich hab Dr. Kukor. Doch. Wir probieren das jetzt aus. Ich ärgere jetzt Dr. Kukowski. Versau's mir wahrscheinlich gleich direkt. Oh, das sieht aber auch gefährlich hier aus. Kann man hier vorher speichern, ne? Hier ist alles dunkel. Die Station ist nicht in Benutzung. Eigentlich will ich da auch gar nicht rein. Mein Erlebnis mit Herrn Arndes hat mir absolut gereicht. Ah, okay, er geht nicht rein. Na gut, okay. Ein Versuch war es wert. Bei sowas bin ich ja neugierig. Dr. Kukowski das mitbekommen hat. Ich meine, ich bin vor ihrer Nase nochmal ins Treppenhaus gegangen. Ich habe das Klo gesucht. Guten Tag. Lauf erstmal an meiner Oberärztin vorbei. Muss erstmal gucken, ob hier noch was ist. Nur ein langer Gang. Ah, die Toiletten der Station. Wenn man Glück hat, ist sie sauber. Manchmal hört man leise Wimmergeräusche aus der Kabine. Man sagte mir, das sei ganz normal. Okay, dann ab zu Dr. Krukowski. Oder Koslowski. Whatever. So, Frau Doktor, Herr Doktor? Ingrid meinte von Sie, ne? Ah, Finley, eine halbe Stunde zu früh, erfrischend. So lobe ich mir das. Ich bin zu früh, wirklich? Unsinn, Sie sind viel zu spät. Schon wieder. Lassen Sie mich raten, der Bus fuhr nicht? Korrekt. Tut mir leid. Planen Sie ab sofort ohne den Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie. Verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Dr. Kukowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite im Zimmer 301. Ist Dr. Kukowski jetzt eine Frau oder ein Mann? Es wäre halt stimmlich ganz spannend zu wissen. Jetzt habe ich sie eher männlich gesprochen. Naja, jetzt ist Dr. Kukowski ein Mann. Tut mir leid. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen. Sie sind ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also, Frau Martin, kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagt sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee? Mia? Ich also... Jetzt spucken Sie schon aus. Ja? Geschwür, Magengeschwür? Ist das eine Frage oder Ihre Antwort? Meine Antwort. Bingo. Der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hier bleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Finley, Sie werden sich später nochmal um die Medikation von Frau Martin kümmern. Weiter geht's, Zimmer 303. Zack, zack. Aber wenn sie Herzstechen hat, kommt sie mit Magengeschwür? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Tatsächlich. Aua! Achso, das war schon. Oh, Frau Martin, Entschuldigung, ich hätte jetzt Ihre Heilung gehabt, aber wenn Sie nicht mit mir reden wollen, dann habe ich leider keine Medikamente für Sie. Später dann. So, was hat er gesagt? 303. Bin ich schon wieder zu spät, weil ich mit Frau Martin gesprochen habe. Ich glaube, ich kriege jetzt gleich einen Anschiss. Ganz okay, Doktorski. Das hören wir doch gerne. Kannst du für uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen? So wie gestern Abend. Na klar, Achtung. Sorry, Dr. Krukowski. Alles gut, das war sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du meinem Team hier erzählen, warum du hier bist? Ja, kann ich machen, Dr. K. Also, ich war unten an der Schule mit den anderen. Wir waren hinten am Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen. Aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Grip Tape ist voll schwarz und noch ganz neu. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihre Skateboards zerkratzen, damit es cooler aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Brett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool. Das sollte nicht verkratzen. Aber was hier unter... Was habt ihr... Ach nee, das ist ja mir, ne? Was habt ihr unten an der Schule gemacht? Ach so. Naja, also. Das war so. Mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gemobst. Aha. Er meinte, wer gut skaten will, muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigarette angezündet und ich habe daran gezogen.
Super ekelhaft. Ich raff nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Naja, also ich habe gezogen. Und mir blieb die Luft weg. Ich habe gehustet und gehustet, aber es kam keine Luft. Da bin ich umgekippt. Zum Glück haben meine Freunde schnell den Notarzt gerufen. So war das. Danke, Larissa. Das hast du sehr gut erklärt. Also, ich höre Ihre Meinung, meine werten Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du, Finlay? Ich weiß es, Dr. Kukowski hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Oh, okay, sorry, Doktorski. Asthma. Es könnte ein asthmatischer Anfall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch. Yep, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Ohne die Hilfe von meinem Assistenten Larissa wären Sie sicher nicht drauf gekommen. Hihihihi. Gut, Larissa. Mach schön weiter deine Atemübung, aber überanstreng dich nicht. Mach ich, Dr. Kukowski. So, letzte Station. Für heute ist Zimmer P33. Ach, und Finlay? Sie kennen den Patienten bereits. Es ist Herr Willi Arndes. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Name geläufig ist. Herr Arndes, ja. Das ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Arndes ist vom älteren Kaliber. Neben seinen neu gewonnenen Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut im Schuss. Verhalten Sie sich also entsprechend. Sir, jawohl, Sir. Bitte entschuldigt, wenn ich mit den Stimmen manchmal ein bisschen durcheinander komme. Aber das viele Lesen lässt mich dann doch gerne mal vergessen, wem ich jetzt welche Stimme gerade gegeben habe. Aber ich denke, oder ich hoffe, es ist nicht weiter schlimm. Oh, ich kann auf dem Tresen rumspringen. Dr. Kukowski, schauen Sie mal. Hallo, Dr. Kukowski. Ich bin schon ein großer Vogel. Ich bin auch schneller als Sie. Wer ist jetzt unpünktlich, hm? Hm? Was passiert, wenn ich vor ihm da bin? Ach, ich komme gar nicht rein. Nein! Ich muss warten, bis Dr. Kukowski da ist. Wie unfair. Ich wollte vor ihm da sein. Jetzt ist er wieder langsam. Ach, verdammt. Es wird alles gut, Herr Andres. Mir liegt die Sache sehr am Herzen. Ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Dr. Kukowski. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Herr Heidrich. Was verschafft uns die Ehre? Herr Andres natürlich. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich sehr erleichtert. Der Arme hat ja ganz schön was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt, wie Sie selbst wissen. Das weiß ich ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Oh, das ist nicht gesund, das sollten wir lieber auch gleich untersuchen. Wasser okay, aber Blut? Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unseren Patienten gemacht. Und natürlich auch um unseren jungen Assistenzarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sind Sie wieder einsatzfähig? Ja, es geht schon. Danke, Herr Heidrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Ich gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand im St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir uns auch persönlich in die Verantwortung. Ich habe für Herrn Arndes die bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir Ihnen einen Platz in der besten Reha-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr gut versorgt. Die Ruhe wird auch seiner altersbedingten Demenz zugutekommen. Darum freue ich mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Kukowski. Ach so? Ja, ja. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages Herrn Arndes Zustand. Wenn Sie ihn mit gutem Gewissen entlassen können, geben Sie mir Bescheid. Dann werde ich direkt einen Transport fahren lassen. Verstanden. Ich schaue ihn mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unser aller Zeit ist kostbar. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Scrubs. Ach, und ich sollte Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen, schaue ich, was ich tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist unabdingbar. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wegen Überbelastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Grazie mille. Ja, wie dem auch sei. Guten Morgen, Herr Arndes. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie, ja, ja. Da hat Ihre Tochter aber großes Glück. Aber dann ist sie wohl doch eine Frau. Wie geht es Ihnen heute? Das habe ich doch gerade alles schon erzählt. Da war ich leider nicht im Raum, Herr Arndes. Was wollen Sie denn dann hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt's den Mittag? Danach. Okay, dann machen Sie schon. Finlay? Was, ja? Herr Arndes leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, auch relativ fit. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hat er ebenfalls. Finlay, seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Arndes. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten.
Zudem können wir so einen Blick auf die Wunde werfen. Ich soll jetzt direkt Verbände wechseln? Sie können auch Herrn Arndes fragen, ob er es selber machen will. Bin sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, okay, ich mache ja schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Guten Morgen, Herr Arndes. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Kenne ich Sie? Ja, also vielleicht. Es gab diesen Unfall, wissen Sie? Ich will heute Lasagne, aber lassen Sie den Lasat weg. Ja, ich will kein Lasat. Ekelhaft, dieser Lasat. Ich kann dieses Lasat-Grünzeug nicht leiden. Herr Andres? Henley, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch Tee und Kuchen bringen? Nein, wir wollen Lasat. Bitte, bringen Sie uns Lasat. Herr Andres hat der ganze Stress nicht gut getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ich wollte nur... Okay. Ja, man muss ja vielleicht mal mit dem Patienten sprechen. Behandlung. Eine gute Versorgung ist alles. Drücke und halte dafür die angezeigte Taste. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Taste wieder los. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Unten. Okay. Falsch. Boah, Alter. Das war asozial jetzt. Okay, da muss man den Controller ganz vorsichtig halten, beziehungsweise anders halten, dass du das gerade machen kannst. Also Dreieck und den rechten Trigger nach rechts, das war gerade fies. Sieh mal einen an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber ich bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und prüfe Ihre Werte. Aber es besteht eine Chance, dass wir Sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Krukowski. Doktor? Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter, zerstreuter Geist. Oh Mann. Okay, wir sind durch. Mir, Finley, kommen Sie zu mir und ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Okay, also, Dr. Krukowski ist eine Frau, aber ich finde, die fiese, dunkle Stimme passt zu ihr. Gehen wir nochmal kurz mit ihm. Herr Andes, ich... Füllefanz und Blubberspeck! Wie bitte? Ja, ich mache mich dann mal lieber an die Arbeit. Die Marmelade kocht sich nicht von Lasagne für den Lasat. Und ich muss doch heute Abend pünktlich sein. Gute Besserung, Herr Andres. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der arme. Der arme Mann. So, jetzt ist nur die Frage, wo wartet Frau Dr. Krukowski? Wahrscheinlich da, wo wir vorhin sie getroffen haben. Ja. Wer bist du denn? Hallo? Guten Tag. Und da sind sie ja. Sind sie fit? Ja, alles okay. Freue mich wieder am Start zu sein. Dann freue ich mich auf eine reibungslose Schicht. Ich schalte Ihnen nun die Aufgaben für den heutigen Tag frei. Die Wände bröckeln auseinander, aber es bleibt Geld für Digitalisierung. Ich glaube nach wie vor nicht an dieses digitale Patientenakte. Aber Heidrich und Theobald sind hellauf begeistert. Nach einem ersten Testlauf und einigen Updates sollten jetzt alle Stationen diese App nutzen. Es hilft sicher beim Datenschutz, aber von der Zeitersparnis merke ich bisher nichts. Wie dem auch sei, öffnen Sie einfach die St. Ursula-App auf Ihrem Smartphone. Der Rest sollte sich von selbst erklären. Coole Sache. Nochmal kurz in die Notizen. Macht Finanzkram. Okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der Anwalt ist, aber der macht den Finanzkram. Lade Daten herunter. Daten aktualisiert. So. Die Akte zeigt Ihnen, wen Sie behandeln müssen und was zu tun ist. Das versteht sogar ein Kleinkind. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ihre heutigen Aufgaben erledigt haben. Und passen Sie ja auf, dass Sie am Ende der Schicht nicht noch mehr Pflaster im Gesicht haben. Ich werde Ihre Arbeit im Auge behalten und bewerten. Geben Sie sich Mühe. Okay. Fangen wir doch mal gleich hier an. Bin mal sehr gespannt. 301, warte mal, da war Tabletten. Das heißt, die kriegt eine Medikation. Kann ich jetzt hier auf... Achso, nee, okay. Habe ich denn hier eine Patientenakte? Hallo, da sind Sie ja wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Frau Martin. Das nächste Mal lieber in einem anderen Kontext. Ja, das würde mich auch freuen. Wie geht's Ihnen? Nicht besonders. Ich fühle mich etwas aufgekratzt. Habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. Ja, mit einem Magengeschwür ist nicht zu spaßen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten. Und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Das tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass
das Geschwür vom Stress kommt? Nein, das denke ich nicht. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur von Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress den Magen nicht gut tut und man Sodbrennen davon bekommen kann. Können Sie etwas dagegen tun? Sie sind zum Glück früh genug hergekommen. Das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Der ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal eine Medikation verordnen. Alles, was hilft. Gut, dann wollen wir mal sehen. So, verschreibe die richtige Medikation. Versuche, mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte ins Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer zwei verschiedene Werte. Unterzeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Okay. Ah, okay. Also der Strich ist quasi Optimum. Warte mal. Das heißt, ich muss blau runterkriegen, orange belassen und grün und rot muss hoch. Also hiermit könnten wir quasi grün und rot hochkriegen. Jetzt warte mal, wenn wir... Okay, ich glaube, ich hab's schon. Und dann... Genau, jetzt haben wir drei Medikamente und alle sind im Optimum. Ich glaube, besser geht's nicht, oder? Drei Pillen. Behandlung abgeschlossen. Oh, eine Note A. Sehr gut. Mich verwirrt es immer noch ein bisschen, dass ich mit Viereck bestätigen muss. Mir fällt gerade partout kein Spiel ein, wo ich mit Viereck irgendwas bestätige, sondern immer mit X. So, das sollte schnell zur Besserung sorgen. Vor dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen die Medikamente geben. Versuchen Sie bis dahin etwas zu schlafen. Ja, ich sollte mal die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung. Wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. Okay, jetzt hat sie einen grünen Hintergrund. Damit ist das erledigt. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Also, jetzt weiß ich, glaube ich, ungefähr, was für eine Art Spiel uns erwartet. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, es ist so eine Art Stardew Valley im Krankenhaus. Und anstatt von Blumen gießen, musst du dich halt hier um deine Patienten kümmern. Ja, ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen weird, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hey, Doc. Wie heißen Sie? Hey, Larissa, ich bin Finlay. Ich werde dich in den kommenden Tagen untersuchen, okay? Alles halb so wild. Okay, wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gerne mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalte Dings auf meine Brust drücken? Yep, genau das. Aber so kalt ist es gar nicht. Ich weiß noch nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt. Aber nur für einen kurzen Moment. Das wird gehen, oder? Okay. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. Abhören. Das Herz springt und die Lunge rasselt. Drücke im richtigen Moment die angezeigte Taste. Pfeiltasten. Halte linken Trigger, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Wie halte linken Trigger, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht? Das verstehe ich nicht. Also Pfeiltasten und... Ach so. Ah, scheiße. Ach, das muss ich gedrückt halten. Oh, okay. Zwei Fehler gemacht, das ist ungut, aber egal. Ich glaube, eine Note A werde ich nicht kriegen dieses Mal. Ah doch, müsste eine A sein, oder? Die gelbe Linie? Yes! Ja, da hätte ich aber viele Fehler machen dürfen. Gut, aber ist ja auch der erste Patient. Das war echt nur kurz kalt. Was haben Sie gehört, Doc? Alles halb so wild, Larissa. Aber man hat ein leises Rasseln gehört. Ein Rasseln? So wie das Instrument? So in der Art. Das habe ich mal im Schulorchester gespielt. Aber verschluckt habe ich sie nicht, versprochen. Das Rassel kommt auch eher von dir selbst. Ist das schlimm? Nein, machen Sie keine Sorge. Kennst du die Krankheit Asthma? Wir kriegen das schon in den Griff. Ja, habe ich schon mal gehört. Das klingt schlimm. Kann man davon sterben? Glauben Sie, dass ich Asthma habe? Muss ich jetzt sterben? Oh, das war vielleicht die falsche Antwort. Mach dir keine Sorgen. Es könnte Asthma sein, aber wir machen noch ein paar Tests. Und wenn es Asthma ist, dann musst du keine Angst davor haben. Versprochen? Versprochen. Okay. Versuch es dir hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schaue morgen nochmal nach dir, okay? Geht klar. Ich dachte jetzt lieber ehrlich sein, weil es könnte halt wirklich dann Asthma sein. Aber gucken wir mal, ob Ehrlichkeit in dem Fall gut war oder ob uns das irgendwie nochmal auf die Füße fällt.
So, ist dann hier nochmal Verband wechseln? Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade eine Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie geht's Ihnen denn heute? Ich hab viel Durst. Reden, schlucken ist schwer. Verständlich, dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation, aber sobald die Wunde etwas verheilt und die Schwellungen abgeklungen sind, geht das wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Würde ungern letzten schönen Tage des Jahres hier drinnen verbringen. Das werden Sie auch nicht. Ich mache Ihnen die Verbände neu und schaue kurz auf Ihre Naht. So. Das hatten wir ja vorhin schon. X. Da. Boah, Alter! Ja, genau. Okay. Ah, Alter! Okay. Jetzt habe ich den Controller mal anders in die Hand genommen, weil das echt... Ich mache ja gerade fingerakrobatisch einiges durch. Och, gerade noch ein A gekriegt, ey. Boah, also die Übung ist echt gar nicht so leicht, ne? Weil die Tasten teilweise so blöd liegen, dass man, wenn man den Controller normal hält, wie man ihn halt hält, echt Schwierigkeiten hat. Aber geschafft. Triple A. Alles gut soweit. Sieht alles sauber aus. Versuchen Sie möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Okay. Bin mir jetzt nur nicht sicher, je nachdem, wie viel Patienten man so am Tag hat, wie oft man diese Minispiele dann machen muss. Und ob das nicht irgendwann ein bisschen langweilig wird. Da bin ich gerade noch ein bisschen skeptisch. An sich finde ich das Prinzip cool mit den verschiedenen Tätigkeiten. Aber mal gucken, ob es dann noch sehr, sehr viel mehr sind oder ob sich das so auf 3, 4 Minispiele beläuft und man dann irgendwann die so in- und auswendig kann, dass es halt easy peasy ist. Werden wir sehen. Alles erledigt, Dr. Krukowski. Gut, wie lief's? Ganz gut, denke ich. Dann lassen Sie mal sehen. Für AAA gab's hier gleich... Oh, das ist sogar dann eine S-Bewertung. Ja, lecko mio. Das finde ich wiederum geil. Sowas triggert mich persönlich, positiv gesehen, weil ich das irgendwie da mag, wenn ich hier da so Bewertungen einheimsen kann. Also gut. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mir Zeit zu sparen, das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Klar, was kann ich tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im Untergeschoss. Einfach die Treppe, das Treppenhaus bis ganz nach unten. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wie Sie wollen. Ich habe bei Dr. Halil eine Blutprobe untersuchen lassen und brauche da Ergebnisse. Schaffen Sie das, ohne Sie zu verletzen, Finlay? Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, sollte das klappen. Na, dann drücken wir hier alle mal die Daumen. Auf geht's, ich brauche die Ergebnisse heute noch. Labor, erstes Untergeschoss, Dr. Halil, verstanden. So, zu Dr. Halil gehen wir in der nächsten Let's-Test-Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi.